Namaste. So schön, dass ihr heute alle da seid. Hier ist ganz viel Freude und Aufregung gleichzeitig hier heute, das Festival anzufangen mit euch und euren Herzen. Jedes einzelne von euch, jedes einzelne Herz ist so, so wertvoll, so absolut geliebt, genauso wie es jetzt gerade ist. Was auch immer du hier heute jetzt mitbringst, von heute noch, von den Tagen davor, genauso darf es sein. Ist ja eh schon so, ja? Darf es auch so sein. Und wenn man wirklich diesen Jetzt-Moment so absolut zulässt oder zumindest die Einladung da ist, es so gut wie es geht zuzulassen, das kann eventuell ganz viel aufwirbeln in einem, ja? Also kann vielleicht auch was hochkommen, was sich vielleicht manchmal wie Angst anfühlt. Aufregung. Ist ja was Neues, ja, wenn man es so ganz nackt dastehen lässt, einfach so wie es ist. Und auch wenn sich dann wieder was reinstellt, das ist ja auch so, wie es jetzt gerade ist. Ja? Also nicht zwanghaft, es muss irgendwie frei sein jetzt so oder in irgendeiner Art und Weise sein. Genauso wie es ist. Ich werde hier gleich noch mit einem Lied mit der Gitarre anfangen. Es kommt noch als Erinnerung für mich sozusagen, wollte ich sagen, also einfach organisatorisch, wenn jemand eine Frage hat. Darf immer gern gefragt werden, darf auf dem Platz gefragt werden, einfach die Hand heben. Und manchmal habe ich auch die Augen zu, also schauen, dass ich dann auch die Augen offen habe und es dann sehe oder vielleicht einfach aufstehen, wenn ich es nicht gesehen habe, dass ich es dann sehe, wenn ich die Augen aufmache. Also man kann am Platz fragen oder man kann hier vorne bei dem Mikro im Stehen fragen oder man kann sich auch näher zu mir setzen, was auch immer dein Herz da vielleicht möchte, darf sein. Und die Frage muss auch gar nichts damit zu tun haben, mit dem, was ich gerade, also was hier so gerade kommt. Ja, es darf was ganz anderes geteilt werden und dann wird einfach ja, geschaut, was dazu dann vielleicht geteilt werden möchte hier. Und genau, und auch allgemein ist hier. Es ist immer mein Anliegen, dass es für dich genau in jedem Moment das Richtige ist, für dein Herz. Vielleicht stehe ich nachher auch mal auf oder auch nicht. Also du kannst dann schauen, ob du mit aufstehst oder ob du auch allgemein vielleicht mal stehen möchtest, weil es dir einfach gut tut vom Becken, vom Sitzen her. Oder auch wenn das dich heute einfach hier, warum auch immer, nicht anspricht. Ja, du darfst immer rausgehen, ist gar keine Form von Unhöflichkeit oder so. Ja, es ist einfach. Hier gesehen, dein Herz weiß genau, was du brauchst. Ja? Hier ist einfach ein Angebot und das ist alles, was hier kommen kann. Ich kann gar nichts anderes anbieten. Ja? Aber du darfst schauen, ob das eben heute für dich irgendwo berührt. Ja? Weil das, was
was gezeigt werden möchte, ist ja eh immer da. Und was hier kommt, ist halt was, was dich hoffentlich irgendwie dahin weisen kann. Schau mal da in die Richtung oder so. Aber wenn es eben heute gerade nicht berührt, dann darf man auch rausgehen, ja, so gar nicht sich da irgendwie einengen. Niemals, bei niemandem. Ein Lied, das ist auf Englisch. Es heißt Why Am I Afraid? Also warum habe ich Angst? Und vielleicht kommen dann nachher auch noch mehr Worte dazu auf Deutsch, aber auch wenn du vielleicht nicht so gut Englisch verstehst, lass es einfach dein Herz berühren. Lass es dein Herz baden da drin. Ja, es wird auch so verstehen, ohne dass es vielleicht die englischen Worte genau versteht.
Ja, du bist sicher. Sicher mit allem, was da ist. Wie wenn dieses eine so ein schöner, hier kommt so das Bild von so einem schönen geflochtenen Einkaufskorb, so ein bisschen vielleicht altmodischer, ja? Und da darf alles drin sein, ja, da dürfen die Eier drin sein und das Brot und was auch immer man eben so einkauft. Und es ist alles gehalten, ja, das ist alles. Und wie jedes Beispiel ist es natürlich immer nur limitiert, weil man das eine gar nicht in Worte fassen kann. Und von daher, also wenn jetzt jemand sagt, aber der Einkaufskorb hat ja eine Begrenzung und es ist ja dann nicht endlos, ja, dann natürlich stimmt es dann in dem Aspekt nicht. Aber ich meine eben dieses Gehaltensein, ja, dieses das ganze Gewicht, alles, was bei dir ist und was vielleicht auch in jedem neuen Moment vielleicht erscheint gerade. Das ist bereits gehalten. Also es muss nicht noch was gemacht werden, dass der Verstand zum Beispiel reinkommt und sagt, ah, ich mache jetzt was, damit es gehalten ist. Ich mache jetzt was, damit diese Sicherheit da ist. Es ist davor schon gehalten. Selbst wenn was ganz, ganz Intensives passiert, was natürlich für die Person und für diesen eben Körper-Geist-Mechanismus aufwirbelnd ist, ja, darf natürlich irgendwie auf der 3D-Ebene dürfen Sachen gemacht werden, damit man sich sicherer fühlt, ja? Und sei es einfach nur, dass man sich eine schöne warme Tasse Tee macht und einfach mal, ah ja. Ist zwar noch das äußere Thema genauso da, aber irgendwie beruhigt ist und zentriert so ein bisschen. Also dieses, auf der Ebene darf natürlich was gemacht werden, damit auch da mehr Sicherheit, mehr Entspannung passieren darf. Aber eben unten drunter, ja? Sich da so wie reinzusetzen, sage ich mal, ja, so richtig, ja, wie so in so ein Sofa, was so ganz bequem und weich ist, wo man dann immer noch weiter von alleine reinsinkt, ohne dass man was da macht, ja, einfach nur. Und zeitgleich auch ja nicht den Anspruch haben, aber es muss sich jetzt irgendwie entspannt anfühlen. Es darf jetzt nichts Aufgeregtes mehr da sein. Ja, einfach das, was eben gerade da ist, ist ja schon da. Die Aufregung ist auch göttlich. Es ist einfach eine Farbe. Ein Ausdruck, eine Farbe, was hier gerade erscheint. Ja, dieses, sagen wir mal, Konzept, wie was auszuschauen hat, ja, wie es angeblich sein soll, damit es dann spirituell ist oder damit es dann frei ist oder wie auch immer das dann mit Worten in deinem Verstand benannt wird.
sehen, dass das einfach ein Gedanke ist, der sagt, ah, ich muss so und so sein, so und so muss das sich anfühlen, damit dann Erwachen passiert oder Verkörperung oder was auch immer. Jedes Konzept kann es nie, nie in Worte fassen. Techen, tekitananahanam, techanam kenan, techanam kenan. Shama, hey, hey, no.
Ich finde es auch ganz wichtig, den Körper mitzunehmen immer. Also auch den physischen Körper. Ja? Nicht, weil wir der ultimativ sind, aber wirklich ist auch meiner Meinung nach, darum geht es hier auf die Erde zu bringen, dieses Bewusstsein. Nicht nur hier oben quasi im mentalen Erwachen, in diesem auch wunderschönen, aber eher noch leeren Stille vielleicht, könnte man es beschreiben, zu sein, sondern die Einladung, dass es in jede Zelle darf, ja, dass das gesehen, gefühlt, gespürt, gelebt sein darf, dass jede Zelle deines Seins göttliche Liebe ist, göttliches Bewusstsein in der Form. Nicht die Form negierend, aber auch nicht dran zu haften, ja, so dieses, sie ist gerade da, wunderschönes Vehikel, ja, darf ich ganz lieb mich drum kümmern. Und aber eben sozusagen auch nicht die Anhaftung nach dem, ich bin der Körper, ja, ich bin nicht ultimativ nur der Körper, aber eben das wirklich einzuladen, diese ganze Energie, dieses ganze Bewusstsein wirklich in jede Zelle. Reinsinken zu lassen, ja, wie so ein goldrosa Blütenregen, der ganz sanft auf jede Zelle fallen darf. Und bei der Berührung, wenn so diese einzelnen Blütenblätter auf die einzelnen Zellen fallen, ist es nicht so, dass dieses Blütenblatt der Zelle was Neues gibt. Es ist nur eher so ein Berühren und dadurch erinnert die Zelle sich dran, ah ja, genau, das bin ich ja. Ohne dass der Verstand sich an irgendwas erinnerungsmäßig erinnern muss, ja? Sondern ganz von alleine darf dein wahres Selbst so in jeder Zelle weiter in den Vordergrund kommen. Ja? Es ist eh schon da. Und es wird einfach noch präsenter dann, ja? Denn manchmal sind in diesen Körperzellen oder auch im Verstand eben einige angesammelte Konzepte da. Ja? Manchmal, also zumindest auf meinem Weg, je länger der Weg wurde, desto mehr hatte ich da angesammelt an Ideen, wie es vielleicht auszusehen hat. Und das spricht hier wirklich nur einfach aus meiner persönlichen Erfahrung, ja, dass es ja schön sein kann,
immer wieder frisch hinzuschauen. Also auch wenn ein Buch, ein Satz, irgendetwas mal zutiefst berührt hat, ja, und so, oh, genau, oh. Wunderschön, wenn das passieren darf. Ja? Aber dann eben nicht diese Erinnerung wieder neu hervorrufen, um diese Verbindung wieder zu fühlen, also dieses Einssein ja eigentlich wieder zu erfahren. Wenn es zum Beispiel ein Buch war oder ein bestimmter Satz, dann und der Impuls da ist, dann gerne das vielleicht nochmal lesen, aber dich neu berühren lassen. Ja? So wie wenn du es noch nie gelesen hast. Ganz neu. Vielleicht sogar wirklich davor wie so eine Mini-Meditation oder so zwei, drei Atemzüge, einfach so wie wenn man einfach mal wirklich wie spielt. Man hätte keine Vergangenheit und keine Zukunft. Also man hätte alles vergessen, es wäre auf einmal alles Amnesie. Alles ist weg, die ganze Tafel ist freigewischt. Und dann vielleicht nochmal diesen Satz lesen. Was macht er jetzt mit dir? Berührt er dich wieder? Wunderschön. Und wenn er dich jetzt aber nicht mehr berührt, dann ja, es ist einfach ein Satz. Wie jeder andere Satz in irgendwas geschriebenem. In einem Roman oder in einem spirituellen Buch sind ja alles im Endeffekt dann Wörter, die nie dieses Ganze hier einfangen können, weil es viel größer ist. Und alles immer neu ist, ja? So wie jetzt auch zum Beispiel, kommt was ganz Unerwartetes. Ja? Ja. Ja. Wunderschön. Mhm. Mhm. Ja. Ganz schön. Und dieses Sehnen. Wie ist es denn jetzt? Ist jetzt ein Sinn? Ich wiederhole nur kurz, dass es dann auch auf dem Video drauf ist, weil man dich sonst nicht versteht. Also dass es, wenn da so viel Gerede ist sozusagen, also dieses ganz menschliche, typische Schnattern vom Verstand.
Und du sagst dann eben, du würdest dich gerne mehr drauf einlassen, ohne dass das eben präsent ist so stark, ne? Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Genau, und das sind jetzt aber auch, es sind mehrere Sachen, die hier kommen. Das eine, wenn du jetzt gerade sagst, mit dem, du hast dich drauf gefreut, mit dem Einlassen. Hört man mich gut? Sozusagen, weil du jetzt, es heilt zu sehr. Ja. Ja. Mhm. Bei dem, vielleicht wenn du da auf die 4 gehst. Hallo, ist es jetzt besser ein bisschen? Nee? Wenn du bei dem Display auf die 4, bei dem linken vielleicht geht es. Hallo, hallo, ist es jetzt besser geworden? Hallo, ein bisschen besser? Mach mal 3 nochmal, ja, hallo, ist es jetzt besser? Hallo, ja, jetzt hört man mich besser? Ja, okay, gut, wunderbar. Mhm. Ja. Mhm. Ja, nee, verstehe ich. Mhm. Ja, nee, ist aber sehr, sehr gut. Mhm. 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 Ja. Ja. Mhm. 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 Ja. Wer strengt sich denn an? Wer strengt sich denn an? Genau, schau mal, ob du nur hinspüren kannst. Ich brauche gar keine verbale Antwort. Es geht ja darum, dass du in dir schaust. Und es ist auch gar keine Wertung hier. Ja? Dieses Anstrengen ist so geliebt. Es darf einfach nur nachgeschaut werden, wer strengt sich denn hier eigentlich so an? Tekte den Hanem, kene Han tekte den Hanem, chenem, chenem kene Han. Nachaim, 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 Nachaim. Mhm. Ja. 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 Und zwischendurch kommt es einfach mal rein, geschneit. Fährt da durch. Und wenn man nicht auf den Zug aufspringt, dann, ja. Und wenn man aufspringt, ist auch in Ordnung. Denn sobald man merkt, ah, jetzt bin ich da wieder aufgesprungen, dann brauche ich ja gar nicht. Darf leicht sein. Ist deine Natur. Muss sich der Baum anstrengen, ein Baum zu sein? Ja. Mit allem, mal hängt ein total komisch gewachsenes Blatt dran an dem Baum, er ist trotzdem ein Baum. Mal sind da Früchte dran, mal Blüten, mal kommt ein Bienchen vorbei, ist immer ein Baum. Nesine, genau. Nesine, genau.
Re, 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 Na, Na, Wo, Na, Na, Wo. Tekte tena naha, nehenem, nehenem, nehenem. Sinekom, sinekom, sinekom. Und auch diese, um es irgendwie in Worte zu fassen, Erfahrungen von, ah, dann ist da nichts, dann ist da niemand. Genau schauen, dass nicht der Verstand durch die Hintertür reinkommt und das dann wie so in eine Box stecken will, ah, jetzt weiß ich es ja, wie es geht. Ja? Also, es ist immer nur im Jetzt. Atta. Nur jetzt. Und auch das, was solche Erfahrungen festhalten möchte oder vielleicht wieder haben möchte, ja? Darf auftauchen, darf auch wie so ein Zug hier durchfahren. Aber genau schauen, dass nicht aufgesprungen wird oder eben wieder abgesprungen wird. Ja gut, da kommt was vorbei, eine Idee, wie sich das, was weiß ich wann, angefühlt hat. Und so muss es sich ja anfühlen dann sozusagen, ja, sagt der Verstand, jetzt weiß ich ja, wie es geht. Ja? Es wäre, wenn du einfach ins Nichts wissen, dich reinsinken lassen würdest. Wie so ein neugeborenes Baby, das einfach nichts weiß, er ist einfach nur da. Kommen Eindrücke, Körpererfahrungen, Emotionen, egal was da kommt. Das ist ungefiltert, unverdaut, genauso roh, wie es kommt, einfach wahrgenommen ist und nicht gewusst werden muss, was soll ich jetzt damit machen oder was bedeutet das jetzt und diese ganzen Sachen. Taye mataka.
Und wie gesagt, wirklich dieses Licht, diese Liebe, diese Wahrheit in jede Zelle deines Körpers, deines Seins einladen, ja, bis in die Fußspitzen. Vielleicht wollen bei dir auch, wie bei mir gerade, die Füße so ein bisschen tanzen, einfach den Boden spüren. Muss nicht sein, es sind immer nur Einladungen. Auch so spüren, wie sitze ich denn eigentlich im Becken? Ja? Und wenn bei dir vielleicht auch der Impuls da ist, für den Schluss vielleicht noch ein bisschen aufzustehen, das werde ich jetzt gleich machen.
Dann kannst du das, wie gesagt, gerne tun oder kannst du auch einfach sitzen bleiben. Genau, was dein Körper da gerade für dich gut findet. Es geht, wie gesagt, darum, dieses Bewusstsein, diese Wahrheit, dieses Licht wirklich hier auf die Erde zu bringen, so gut es geht, ohne irgendwie einen Stress, ohne den Anspruch, ah, ich muss heute hier genau bis runter zu den Füßen kommen. Ja, vielleicht geht es heute nur bis hier oder bis hier. Einfach das Wahrnehmen, ja, bis wohin setze ich mich so wie in meinen Körper rein, ja? Also in mein Vehikel. Warum spielen auch? Was macht es mit mir, wenn ich vielleicht gerade aufstehe? Was macht es mit meiner Präsenz im Körper? Und diese Mittellinie, dieser Lichtkanal, Jyotirlingam, ja, das ist so, also für mich zumindest im Sitzen auch wunderschön, aber für mich zumindest auch im Stehen manchmal noch klarer spürbar, ja, diese Brücke von Himmel und Erde, ja, wo es wirklich runterkommen darf, ja, in seiner Zeit, nach so einem silberweißen Licht. Regen, alles darf sein, hier in dieser Form erlebt. Und zeitgleich in dem, was sich nie ändert. Was immer da ist, immer da dich reinsetzen, da dich hineinstellen in dieses Feuer, in diese gleißende Lichtsäule. Hier, das bin ich. Nicht ich bin im Sinne von Ego, ich, aber dieses hier, das bin ich als Form. Nachenem, dikdana hana, ham kosena, ham kosena, nei, nei na. Und hier dann in dieser Lichtsäule für mich nochmal so der tiefste Anker, das tiefste, in das ich mich immer zurückziehen kann, da kann ich mich immer festhalten, das Herz. Dein tiefstes Herz, da bist du immer in Sicherheit. Du bist es sonst auch überall, aber da ist es, finde ich, oft leichter zu spüren, leichter zu erfahren, was noch näher sich anfühlt, noch näher am Göttlichen, am Funken. Was für Bewegungen dein Körper vielleicht auch machen möchte,
Er ist so weise, ja, wenn man einfach mal wieder nur hinspürt. Diese vielleicht leise gewordene Stimme des Körpers hört. Ja, dann kann sich das immer mehr eben in dieser Mittellinie ausrichten oder ist eingeladen, immer näher da zu kommen. Wie gesagt, immer absolut geliebt und respektiert, so wie es gerade jetzt in diesem Moment ist, in seiner Zeit, ganz ohne Eile, denn es ist ja eh schon da. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Om shanti shanti shanti. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und Rest vom Festival heute und die nächsten Tage, wenn ihr die nächsten Tage auch da seid. Und genau, ich bin hier nachher auch noch so da, wenn jemand noch persönlich eine Frage hat. Und ja, wünsche euch einfach alles Liebe. Jai Ma.